So, Punkt 10 Uhr. Ich würde sagen, das ist unser Zeichen anzufangen. Guten Morgen zusammen zu einem neuen USA-Webinar. Heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Meuter vom Visit USA Committee und heute haben wir wieder ein neues spannendes Thema für euch und zwar das Heartland der USA, Kansas und Oklahoma, wo die Cowboys wirklich noch Cowboys sind und keine Touristenattraktion. Dazu haben wir den Klaus Bog dabei, der uns gleich ein bisschen was erzählen wird. Ein paar organisatorische Sachen noch von meiner Seite. Zum einen, beim letzten Webinar hatten wir ein bisschen Tonprobleme bei einigen Leuten. Ich hoffe, das hat sich heute erledigt. Falls ihr Tonprobleme habt, versucht bitte einmal die andere Tonwiedergabemöglichkeit zu nutzen. Sprich, wenn ihr mit dem Telefon anruft, dann versucht mal den Ton über den Computer wiederzugeben oder andersrum. In den Chat schreibe ich jetzt gleich nochmal die Telefonnummern, die ihr braucht dafür. Und den Chat könnt ihr auch nutzen, um eure Fragen zu stellen. Das heißt, ihr seid alle auf Stumm geschaltet, man kann euch nicht hören, aber ihr könnt über den Chat eure Fragen stellen, die ich dann gerne an den Klaus weitergeben werde. Das war's von meiner Seite. Klaus, guten Morgen. Ich würde das Wort dann direkt an dich übergeben. Howdy Christian, howdy ihr alle da draußen. Von mir Klaus Bog. Ich bin der Repräsentant für die beiden Heartland State, Kansas und Oklahoma. Ja, ich kann mich kurz vorstellen. Ich bin jetzt so ungefähr 3 Jahrzehnte in diesem Geschäft tätig. Ich habe hier mal eine Folie mitgebracht, damit ihr mich auch alle sehen könnt. Wir machen unheimlich viele Workshops, Reisemessen und andere Aktivitäten. Und dazu habe ich natürlich standesgemäß einen Stetson auf, eine sogenannte Bolo Tie, ein Cowboy-Look halt. Wie kommt man dazu, mit fast 3 Jahrzehnten auf dem Buckel, sich für eine Region zu interessieren, die touristisch gar nicht so bekannt ist? Ich habe die letzten 3 Jahrzehnte mich sehr intensiv mit dem Westen der USA beschäftigt. Für mich war der Westen immer die Grenze, wenn ihr auf der Karte schaut. Ich fahre mal von oben mit dem Cursor nach unten, die Rocky Mountain bis runter nach Colorado und dann weiter in den Süden. Das war für mich die USA, damit habe ich mich beschäftigt und das sehr intensiv. Für meine Kollegen war es so, dass sie von der Ostküste gearbeitet haben und haben dann praktisch so den Mississippi als ihre Trennlinie gesehen. Das war deren USA. So der mittlere Teil der USA, angefangen hier ganz oben mit North Dakota bis runter nach Texas, über Kansas und Oklahoma und auch Nebraska waren eigentlich so ein bisschen unberührt. Und vor 12 Jahren habe ich dann die Delegation aus der Region Kansas und Oklahoma kennengelernt und hatte das Glück, mit denen so ein bisschen zu reisen und muss sagen, ich habe viel, viel entdeckt in dieser Region, was gar nicht so bekannt ist. Und im Laufe der letzten 12 Jahre haben wir dann neben der deutschen Broschüre, die man bei uns bestellen kann, jede Menge getan, um diese geografische Mitte der USA so ein bisschen bekannter zu machen. Das fängt an, wir haben einen Trailer, mit dem wir durch Deutschland fahren und Workshops machen. Wir haben eine deutschsprachige Broschüre, die wir kostenlos verschicken. Wie ich schon sagte, wir gehen auf Reisemessen. Wir waren jetzt gerade alle 9 Tage in Stuttgart auf der CMT und sind kurz davor, in München weiterzumachen. Und parallel dazu machen wir mit Visit USA etliche Workshops. Der ein oder andere hat bestimmt schon einmal daran teilgenommen. Ich habe unsere Karte mal vorbereitet für euch, damit ihr euch die 50 Bundesstaaten so ein bisschen besser einordnen könnt. Wir sind also, wie die Karte das zeigt, mittendrin, also das Herzstück der USA. Und dann seht ihr hier verschiedene Linien. Dem einen oder anderen ist das vielleicht bekannt, ob das hier die nördliche Route ist, der Oregon Trail, oder ob das der Pony Express ist. Das ist hier die blaue Linie. Das ist ja die erste Postlinie gewesen, zwar nicht für lange, aber sie ist da. Dann haben wir die bekanntere Route, den Santa Fe Trail. Dann natürlich den Chisholm Trail. Das ist der praktisch der Urbegriff ist hier entstanden, Cowboy. Und dann haben wir natürlich unseren Exportschlager, die sogenannte Route 66, die hier oben an den großen Seen entlang geht und sich dann über 8 Bundesstaaten mit dem kleinsten Teil hier in Kansas und dem längsten Teil in Oklahoma City, der noch zusammenhängt und dann weiter bis an die Westküste. Das, wie gesagt, ist unser Exportschlager und als ich anfing,
haben die Kollegen aus den USA gesagt, damit müsste ich viel Werbung machen, das kennt jedes Kind. Und das stimmt, das kennt jedes Kind, aber der Ausspruch, der Weg ist das Ziel, trifft hier den Nagel auf den Kopf. Denn um das zu machen und um uns zu uns zu kommen, also praktisch in die Mitte der USA, muss man schon einige Kenntnisse haben, was und wie die USA tickt. Ne, viele fangen hier im Südwesten an, gehen dann in den Nordwesten, machen dann die Südstaaten und irgendwann kommen sie auf die Idee, Mensch, da ist doch irgendetwas hier in der Mitte. Und ich habe gesagt, was kann man dann hier eigentlich machen? Was macht das Ganze so, interessant? Da habe ich dann mal so ein paar Urbegriffe herausgefunden, wie zum Beispiel den Urbegriff Cowboy. Hier in Nord-Texas haben die Rinder keinen, ich sag mal, Preis mehr erzielt und man hat neue Wege gesucht. Und dann hat man die über 1000 Kilometer nach Abilene, der Stadt des Präsidenten Eisenhower, genommen, hat sie dorthin getrieben und von dort geht es dann in den Osten der USA, wo der Absatzmarkt riesig war. So, der Chisholm Trail feierte letztes Jahr seinen 150. Geburtstag und da entstand halt der Urbegriff Cowboy. Wir haben natürlich auch, wie jeder andere Bundesstaat, Museen. Unser neuestes ist hier in der Hauptstadt Topeka in Kansas entstanden. Das ist das Evel Knievel Museum, das wird vielen nicht sagen. Aber Evel Knievel war einer der ersten Standmänner in den USA, der verrückte Sachen gemacht hat. Das ist aber gar nicht so schlimm. Aber wie das zusammengetragen wurde, die Geschichte dazu, das ist halt das Interessante, was dieses Museum ausmacht. Ne? Das heißt, wir haben in den beiden Nationalparks nicht. Wir haben jede Menge State Parks. Und die möchte ich euch jetzt im Laufe der nächsten 20 Minuten mal so ein bisschen vorstellen. Also nochmal, wir haben jede Menge Museen, wie andere auch. Evel Knievel ist einzigartig in den USA, in Topeka. Dann haben wir in Hutchinson ein Underground-Salzmuseum, das Stratica. Und da geht man 650 Feet unter die Erde. Das ist erstmal nicht spektakulär, aber interessant. Aber was man dann dort unten zu sehen bekommt, ist eines der größten Steinsalzlager der Welt. Und das ist mitten in Kansas. Hier fährt man also mit einem Aufzug runter in den Stollen und dort unten erwartet ein Museum. Das heißt, wir haben jede Menge interessanter Displays und wir haben natürlich die ganzen Ausstellungen und es wird heute noch dort gearbeitet. Interessant zu wissen, viele der Hollywood-Requisiten liegen dort tief unter der Erde. Also wenn ihr Teile von Terminator oder Man in Black sehen wollt, das ist dort unten eingelagert. Warum? Weil es immer die gleichbleibenden Temperaturen hat, da verändert sich unten nichts und das ist ein sicherer Platz. Werkzeuge der größten und schrägsten Kategorie werden dort auch ausgestellt und man kann dort unten eine kleine Führung mitmachen. Das United States Kosmosphäre ist überhaupt nicht bekannt. Wir kennen das große in Florida, das Cape Canaveral, aber wir erwarten das nicht in der Mitte der USA. Und auch hier, wie gesagt, ist eine Landkapsel der Mission Apollo 13 zu sehen oder auch jede Menge Luft- und Raumfahrt von den verschiedenen Epochen. Man erwartet das nicht in Kansas, aber es ist neben vielen, vielen Attraktionen dort vorhanden. Dodge City ist praktisch die Cowboy-Stadt der Cowboy-Städte, oft ausgezeichnet für eine der interessanten Städte. Vielen von euch vielleicht nicht ganz so bekannt wie mir, Rauchende Colts. Der ein oder andere wird sich daran erinnern. Das ist das Zuhause dieser Fernsehserie. In der Stadt gibt es zwei neue Besonderheiten. Wir haben einmal eine neue Whisky Distillery in dieser Region. Und wir haben natürlich Boot Hill. Und Boot Hill ist ein Freilichtmuseum der besonderen Klasse. Hier wird der Wilde Westen praktisch noch einmal gelebt. Und das ist auch eine Highlight dieses Bundesstaates. Der Cowboy-Flair, das, wenn Sie dort einen Cowboy antreffen, geht er zur Arbeit und nicht für Touristen zum Fotografieren sich dort darstellt.
So, hier wird natürlich jeden Abend für Touristen, für Teilnehmer eine Show stattfinden. Und das findet jeden Abend in den Sommermonaten statt. Unsere Reisezeit ist der April, Mai, Juni, Juli. Also man kann sagen, bis Ende Oktober ist es eine feine Zeit, Kansas und Oklahoma zu besuchen. Das ist das, was wir dann am Abend in Dodge City bekommen. Ein Barbecue der besonderen Klasse. Die Steaks sind immer übergroß. Man sagt ja, dass in Dodge City 14% des US-Bedarfs an Beef gezüchtet wird. Und wer also gerne Steaks und Ribs mag, der kommt bei uns besonders auf seine Kosten. Wir führen einmal im Jahr die World Championship aus, der Grillmeister. Und dazu haben wir auch unsere Geheimwaffe, wenn wir verschiedene Workshops machen mit Visit USA. Da haben wir dann unsere bekannte Barbecue-Soße. Diese Barbecue-Soße gibt es leider nicht in Deutschland zu kaufen, aber ich habe das Rezept bei mir im Büro. Und wer ein besonderes Mitbringsel für ein Barbecue haben will, kann sich das Rezept bei uns anfordern. Ich schicke es gerne zu. Die E-Mail-Adresse ist bekannt, beziehungsweise wird noch am Ende des Vortrages durchgegeben. So, von Dodge City, wir machen so eine Reise in Richtung Herzstück von Kansas. Das sind die Flint Hills, also ein fast 26.000 Hektar großes Gebiet, was praktisch schöner kaum sein kann. Green and clean ist das Motto, genau wie in vielen anderen Ländern. Aber hier sieht man, wie gesagt, über Kilometer weit die grün bezogenen Wiesen. Diese Aufnahme ist jetzt im Frühjahr. Es gibt verschiedene Attraktionen während dieser Phase. Hier, wie gesagt, ein Weitblick in die sogenannten Flint Hills von Kansas. Auf einer Höhe von fast 500 Metern erstreckt sich, wie gesagt, diese Landschaft. Eine kleine Geschichte nebenbei. Wir hatten dort eine Famtour hingemacht und der Ranger hatte uns dann gesagt, die nächsten 2 Stunden gehört ihr mir. Und wir haben 2 Stunden jede Menge Grashalme und Gräser erklärt bekommen. Und es war wahnsinnig interessant. So, von den Flint Hills gibt es natürlich auch die Flammen über der Prärie zu berichten. Im Herbst wird das kontrolliert abgebrannt und das macht man jetzt immer eine kleine Attraktion draus, dass man hier praktisch auch Besucher einlädt, um diesen dann zu zeigen, dass man auch ein Feuer unter Kontrolle haben kann und dann, wie gesagt, die Natur, wie bei uns, ähnlich wie die Stoppelfeldbrände zu sehen sind. So, landschaftlich, wie gesagt, wird das alles festgehalten in den sogenannten Entdeckungszentren, also hier die Flint Hills Discovery Center, das, wie gesagt, alles bietet und vor allen Dingen Hinweise gibt auf die Attraktionen. Eine der für mich spannendsten Attraktionen ist schlechthin die sogenannte Symphonie in den Flint Hills. Und zwar einmal im Jahr, immer meistens Mitte Juni, findet in dieser Graslandschaft ein Konzert statt. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, hier wird die, so ähnlich wie die Waldbühne in Berlin, nachgebaut. Dann gibt es 5.000 Tickets und nur an einem Tag. Es kann einmal verschoben werden, falls es regnet. Und dann seht ihr im Hintergrund eine Menge von Longhörnern. Und die werden vor Beginn dieser Symphoniekonzertes über die an den Zuschauern vorbeigejagt. Und dann beginnt der Auftakt dieses Symphoniekonzerts. Das ist aber nicht nur das, dass Musik dort gezeigt wird, sondern auch vor allen Dingen kleine Workshops, wie ist es auf dem Land, was macht man hier, was sind die Projekte, was hat man vor. Authentische Cowboys trifft man in beiden Bundesstaaten. Das heißt, wie ich das eingangs schon sagte, wir sind keine Touristenattraktion, wir sind authentische Cowboys und wir versuchen natürlich auch dieses täglich zu leben. Wir haben keine Nationalparks, aber wir haben in Kansas und auch in Oklahoma jede Menge State Parks. State Parks, der Unterschied ist halt, dass sie etwas kleiner sind, nicht so bekannt sind, aber auch ihre eigenen spektakulären Szenerien haben. Wir sind ein Land, was gemacht ist für Fahrradfahrer, Motorradfahrer oder auch im Wohnmobil. Paradestück natürlich, wir sind ein Land, in dem man mit dem Auto fährt. Aber Hoch zu Ross ist natürlich auch eine Variante. Wir haben in den
Jip Hills, eine ganz tolle Ranch, die Jip Hill Ranch. Und dort kann man praktisch das Cowboy-Leben und Cowgirl noch so richtig ausleben. Es ist keine große Ranch, das heißt, wir haben maximal 4 Personen, die dort untergebracht werden können. Und dann kann man am täglichen Leben dieser Cowboys teilnehmen. Das heißt, wir sind eine Working Ranch, keine Wellness- oder keine Leisure Ranch, sondern es ist eine Working Ranch, in dem man mitarbeiten kann, aber man kann natürlich auch seine eigenen Wege gehen. Das ist nicht vorgeschrieben. Dann sind so ein paar Bilder von dieser Jip Hill Ranch in der Nähe von Medicine Lodge. Das ist unweit von Wichita entfernt. Und dort haben wir auch die Möglichkeit, an einem Viehtrieb teilzunehmen. So, ich habe mir immer gedacht, einmal musst du auch mal City Slicker spielen. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, meine Empfehlung, City Slicker einmal anzugucken mit Billy Crystal in einer der Hauptrollen. Und dort sieht man halt, wie so ein Viehtrieb vonstatten geht. Und das kann man natürlich wunderbar machen. Und das wird mehrmals in dieser Region gemacht. Ich allerdings sitze hier hinten in dem Planwagen und schaue mir das aus sicherer Distanz an. Aber man kann natürlich, wie meine Kollegen hier, mitreiten und die Tiere dann praktisch von A nach B bringen. Allerdings ist das auch wieder nicht gemacht für Urlauber, sondern die Tiere müssen von Weide zu Weide gebracht werden. Am Abend geht es dann natürlich in eine tolle Country- und Westernstadt, Old Cowtown. Hier hat man ein paar Displays von den dargestellten Häusern, ob Saloon, ob der Friseur, ob eine Zeitung, das Post Office. Es ist alles vertreten in dieser Stadt. Und das guckt man sich natürlich an, wenn es langsam anfängt zu dämmern und die Leute alle auf den Straßen sind. Das Ähnliche wie so ein Freilichtmuseum zu sehen. Man in den Displays wird es gezeigt, wie man das von den USA kennt, immer authentisch dargestellt. Und dann gibt es eine Attraktion in Wichita. Das ist der Keeper of the Plain, also der Beschützer der Prärie. Und hier ist eine ganz Besonderheit. Hier müssen wir natürlich den Namen richtig aussprechen. Wir sind in Kansas, also heißt das auch Arkansas River und nicht Arkansas. Da legen die Leute in der Region besonderen Wert drauf, dass man den Fluss also mit Arkansas River ausspricht. Und da ist jeden Abend in den Sommermonaten ein Lichtspiel, so eine Art Feuerwerk, und dann wird die Statue angestrahlt und das ist praktisch jeden Abend ein Zauber vor der Skyline von Wichita. So könnten die Straßen aussehen. Also hier haben wir jetzt schon viel Verkehr auf den Straßen. Wir hatten letztes September eine Delegation aus Österreich von Journalisten und Visit USA Österreich bei uns zu Gast. Dann hatten wir Brand USA mit ein paar Veranstaltern zu Gast und die waren begeistert über die Straßenverhältnisse, über die Landschaften, die dort zu sehen sind. Wie gesagt, wir haben keine Höhen. Der Mount Sunflower ist mit 1600 Metern eigentlich die höchste Erscheinung in Kansas. Man kann uns so ein bisschen mit Schleswig-Holstein vergleichen. Wir sind das Volk des Südens und wir sind einer der älteren Bundesstaaten. Das heißt, wir gehören nicht zu den 13 Gründerbundesstaaten, aber wir sind ungefähr kurz danach eingetreten. Im August natürlich diese Bilder mit den Sonnenblumen und da hat man, wie gesagt, den Bundesstaat Sunflower State benannt. Und das hat mich begeistert. Das ist auch ein Sandstein, der sogenannte Monument Rock. Und hier entsteht im Moment gerade ein neuer State Park. Und zwar hat ein Eigentümer Land an den Bundesstaat geschenkt und hat gesagt, bitte verwaltet das, macht es nachhaltig, dass wir also auch in kommenden Jahren das besuchen können. Wir schenken euch das. Eine riesige Fläche Land wurde wieder zurück an den Staat geschenkt. Und daraus versucht man jetzt, nachdem es ein State Park ist, dann vielleicht später mal, wenn noch mehr Gegenden sich dazu schließen, einen Nationalpark daraus zu machen. Monument Rocks und Castle Rock in Kansas. Woody Guthrie wird vielen nichts erzählen, aber er ist ein Urvater der Folkmusik in den USA. Wir haben ja eine Musikrichtung, die sogenannte Red Dirt Musik, die bei uns gespielt wird. In unserem Reiseführer berichten wir darüber, über diese Art Musik.
Canadian CrossFit ist zum Beispiel eine Gruppe, die man, wenn man sich in der Szene auskennt, kennt. Und wir bekommen demnächst auch noch einen weiteren Prominenten nach Oklahoma. Es wird gerade ein Museum gebaut, das Bob Dylan gewidmet ist, der ein sehr guter Freund von Woody war. Und das ist, wie gesagt, und da kommen wir doch gleich zu, in Tulsa. In Tulsa ging auch alles los mit den Erdölfunden. Wir haben ja die ersten kommerziellen Erdölfunde in Bartlesville. Das hat den Staat sehr reich gemacht und demonstrieren will man das natürlich mit dem sogenannten goldenen Driller, also mit dem mit dieser Statue. Das heißt, man will Größe und Macht beweisen und das ist eine der höchsten freistehenden Figuren in den USA. Er ist 23 Meter hoch und wird natürlich heute in 2019 für Werbung benutzt. Und das kann man ganz deutlich an seinen übergroßen Schuhen sehen. Immer wieder, wie gesagt, neue Bemalungen. Wir stehen für Art Deco, also nicht nur in Miami, sondern auch bei uns mitten auf dem Land ist Art Deco zu finden. Und da muss man schon immer genau hinschauen, um das auch dann zu entdecken. Aber es ist, wie gesagt, vorhanden. Und ich bin besonders stolz, dass die Stadt Tulsa auch die sogenannte Terrakotta-Stadt genannt wird. Muss man sich nicht alles merken. Wir verschicken, wie gesagt, kostenlos Informationen. Und die Stuckarbeiten sind suchen ihresgleichen. Wenn man in den Sommermonaten in diese Region fährt, wird man immer wieder von Festivals hören, von denen man in Reiseführern nichts lernt, liest. Das sind Feste, die spontan, also spontan heißt ein paar Wochen vorher, ins Leben gerufen werden. Und davon haben wir, wie gesagt, in beiden Bundesstaaten jede Menge. Was wir auch haben, und das wissen die wenigsten, wir haben also sehr viel verschiedene Jahreszeiten. Das heißt, wie wir es hier kennen, vier Jahreszeiten. Wir haben heiße und trockene Sommer. Wir haben laubverfärbende Herbste, jetzt im Moment ist Winter, ist ähnlich wie bei uns, das ist Minusgrade und im Frühjahr fängt dann wieder alles an zu blühen. Und dieser State Park, man kann das sehen, wir haben überall immer wieder die Landkarte, das ist wie gesagt jetzt der Bundesstaat Oklahoma. Hier unten ist unser Capri-Zipfel, kann man sagen, und hier auf der rechten Seite, also vielleicht so 3 Stunden östlich von Oklahoma City, ist dann der Palimena State Park, ganz beliebt bei Fahrern, die auf 2 Rädern dort entlang fahren möchten, denn diese Straße ist nicht ganz so bekannt, aber spektakulär. Fast 80 Kilometer zwischen Oklahoma und hier ist es dann Arkansas, der nächste Bundesstaat. So, wenn man Glück hat im Herbst und erwischt dann einen schönen Tag, dann ist das wie auf vielen Wegen, kriegt man vielleicht einen tollen Sonnenuntergang mit oder man geht in die Seitenstraßen und besucht dann die verschiedenen State Parks. Wir sind in Oklahoma sehr indianerlastig. In den USA gibt es über 500 anerkannte Indianerstämme und bei uns leben allein 39. Das hört sich auf den ersten Eindruck wenig an, aber da kommen wir gleich zu den Indianern. Das sind so typische Landschaften der Farmer, im Hintergrund dann die Autobahn, die durchführt. Und was wir im Maxwell-Gehege haben, ist natürlich die nordamerikanischen Büffel. Und davon haben wir jede Menge. Und die sind natürlich auch durch Größe und Ausdruck vielen, vielen bekannt. Aber man sollte nicht zu nah rangehen, denn ich habe mal ein Bild mitgebracht. Wenn der sich schüttelt, kann das entstehen. Und das sind jede Menge Fliegen, die man nicht unbedingt haben möchte. Das ist eine Hausboot-Ferienanlage in der Nähe von Oklahoma City. Hier haben Sie so ungefähr 15 verschiedene Hausboote. Und hier kann man so richtig schön, wie man das sagt, ausruhen und Kraft tanken, bevor es dann in die Großstadt oder eine der Großstädte, wir haben ja nicht viel in Oklahoma City, wir haben Tulsa, da waren wir eben. Und das ist jetzt praktisch die Skyline von Oklahoma City. Mit seinem Stockyards und vor allen Dingen das National Cowboy Western Heritage Museum. Oklahoma City hat eine Straßenbahn bekommen vor ungefähr 5 Wochen
und ist am Wachsen und am Wachsen und am Wachsen. Und ich selber, wie gesagt, habe es in den letzten 12 Jahren, dass ich den Wachstum auch sehen kann. Zum Beispiel am Boots District. Hier trainiert das Ruder-Olympiateam der Amerikaner am Oklahoma-Fluss. Und da kann man, wenn man möchte, eine Wildwasserfahrt mitmachen oder mit den Sportlern unter Wettkampfbedingungen trainieren. Da lassen Sie natürlich nur jemanden rein in diesen Kanal, der auch wirklich Ruderer ist. Das sind die Stockyard City, eine der wenigen noch erhaltenen Auktionsgebäude. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal im Fernsehen gesehen. Da haben wir denn in einer kleinen Arena einen Schnellsprecher. Ja, das ist praktisch jeden Montag und jeden Dienstag rollen die Trucks rein und bringen dann ihre Kühe, bringen ihre Pferde und auch andere Tiere, die halt auf der Farm zu Hause sind. Und dann kommen die praktisch in ein Gehege, was vor den Toren dieser Auktionshalle ist. Da kann man das begutachten. Natürlich kann man auch im Internet schauen. Da sieht man schon, was demnächst reinkommen wird. Nein, nein, die Vögel gehören nicht dazu. Die waren nur noch Begleiterscheinung. Alles, was unten auf dem Boden steht, kommt praktisch zur Auktion. Und das sieht dann so aus. Da sitzt rechts der Auktionär und redet dann 412, 412, 412, 412. Das ist immer der Preis, was man haben möchte. Und dann sitzen die Leute im Publikum. Hier ist es jetzt ein bisschen mau, aber die meisten haben ihre Art zu zeigen, wie sie oder was sie dafür bieten. Und da ist es halt an Vorsicht geboten, sich an der Nase zu fassen oder halt am Hut zu streichen. Das könnte sein, dass die Kuh jetzt Ihnen gehört. Shop until you drop. Das kennt jeder, wenn es in die USA geht. Hier mal ein riesiger Cowboy-Laden, in dem wir von der Wrangler Jeans bis zum Cowboy-Hemd und bis zum Cowboy-Boot eigentlich alles kaufen kann. Aber was wir wollten, ist natürlich ein richtiger Cowboy-Hut, mit dem wir uns dann, wie gesagt, gestellt haben. Wir haben ein Banjo-Museum in Downtown Oklahoma City. Es ist das einzige Banjo-Museum, was wir in der Region haben. Und sehr imposant, wie gesagt, dieses Musikinstrument, was hier ausgestellt ist. Wir haben Bricktown. Bricktown ist ein ehemaliges Lagerviertel, in dem praktisch die Gebäude umgebaut sind in Restaurants, in Boutiquen und in kleine Geschäfte. Und da kann man, wie unten zu sehen ist, mit einem Wassertaxi durchfahren und kann den Tag genießen bei einer ruhigen Fahrt durch die Kanäle von Oklahoma City. Das sind die Hallen. Das ist ein Stück des Museums. Das sind die Hallen des Cowboy-Museums. Hier haben wir ganze Städte nachgestellt, also von George Washington angefangen bis hin zur Raumfähre, über Westernstädte, über Cowboys von John Wayne bis Burt Lancaster. Hier ist alles ausgestellt, was die USA die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte gemacht hat. Und das ist sehr eindrucksvoll, wenn man mal ein bisschen durchgeht. Die bekannte Statue ist natürlich das Eingangsschild, die End of Trails Statue. Und der ist sehr interessant zu lesen, dieses Buch der Indianervertreibung. Dann haben wir, wie gesagt, Cowboy-Städte bzw. Western-Städte im Museum. Wir haben Cowboys, die an Displays dargestellt wurden. Die ganze Geschichte von John Wayne wird hier erzählt, und natürlich auch von Buffalo Bill, der erste Botschafter der USA. Botschafter des und der Unterhaltung natürlich. Indianer sind bei uns keine Seltenheit. Wir haben 50 Powwows, also Wettbewerbe, die von den Indianern gehalten werden, in verschiedenen Klassen eingeteilt. Männer für sich, Alter für sich, die jüngeren Kinder für sich. Und dann wird unter Wettkampfbedingungen getanzt, was das Zeug hält. Und da gibt es natürlich dann auch tolle Preise zu gewinnen. Das Interessanteste für uns Europäer ist das Red Earth Festival, was wir in Oklahoma City haben. Und das ist praktisch einmal im Jahr, über 3 Tage. Und das findet dieses Jahr im Juni statt. Man kann das toll kombinieren. Man könnte das Red Earth Festival kombinieren mit dem Symphony in den Flint Hills. Juni ein sehr schöner Reisemonat für diese Region.
Und auch natürlich die Kostüme selbst sind natürlich eine Augenweide. Da bin ich besonders stolz drauf. Jeder Amerikaner freut sich über seine sportlichen Leistungen und wir haben seit etwas über 10 Jahren nun auch ein Basketballteam in der Stadt, die Oklahoma Thunder, spielen so im oberen Mittelfeld mit und da ist jetzt, wie gesagt, auch ein Deutscher, der dort spielt, der Dennis Schröder, der dort versucht, uns zum Meister zu machen. Ja, und das ist zum Abschluss des Vortrages unser Exportschlager. Das heißt, die Route 66, das ist praktisch das, was jeder kennt. Wir haben eine Broschüre, die nennen wir sozusagen die Bückware. Die kann man hinlegen, wo man will, die nimmt jeder mit. Und hier sieht man den Straßenverlauf, angefangen von Chicago über St. Louis, dann, wie gesagt, diese kleine Ecke, ich habe das nochmal dargestellt auf der nächsten Karte, das sind nur 21 Kilometer und dann kommen wir, wie gesagt, hier im Westen der USA raus. Es war eigentlich die Kopie der Mutterstraße, die zuerst da war, die hier oben in New York losging und dann quer über 14 Bundesstraßen bis nach San Francisco ging. Das ist der Lincoln Highway. Der hat aber nie diesen Stellenwert bekommen wie die Route 66. Warum Route 66? Also das ist eigentlich, hat was mit dem Straßensystem zu tun in den USA, die 66. Es war die schönere Zahl von den dreien, die zur Auswahl waren. Und wie gesagt, sie ist fast 4000 Kilometer lang, wenn Sie hier an der Westküste ankommen. So, ich empfehle immer 21 Tage, 3 Wochen die Straße zu fahren, ob jetzt mit Motorrad, Auto oder Wohnmobil, alles ist möglich. Das ist der kleine Teil hier oben von Missouri reingefahren, dann 21 Kilometer durch Kansas und dann kommen wir hier schon in Oklahoma wieder raus. Ja, wir haben nur 21 Kilometer, aber wir sind dabei in Kansas. Das sind so Teile on Route 66. Man träumt davon, mit Motorrad die zu fahren. Lassen Sie ihn das machen. Das ist ein Erlebnis, diese Straße zu fahren. Immer wieder verschiedene Icons, also verschiedene Brücken, Straßenschilder, Tankstellen, die hier zu sehen sind. Und wie gesagt, Kansas hat 3 Stops, die man macht, eine sogenannte Drei-Stopp-Strategie. Das ist einmal die Brücke, der Store und dann die Tankstelle von dem Film Cars. Aber in Tulsa bleibt man länger. In Tulsa hat man, wie gesagt, erstmal den Treffpunkt, wo der Westen den Osten sich zusammentreffen. Und die Idee ist ja in Oklahoma entstanden, eine Straße zu finden, um so viele Menschen von den großen Seen, also sprich von Chicago in Richtung Westen zu bekommen. Und das ist, wie gesagt, eine Statue, die darstellt, wie der Westen den Osten 1926 getroffen hat. Das ist jetzt ein interessantes Bild. Hier haben wir noch einen alten Teil der Route 66, den schützt man. Und wie man das hier sieht, hier ist dann die neue Autobahn, die praktisch die alte ersetzt hat. Das sind verschiedene Fotostops, die man in Oklahoma hat, die vielleicht bekannt sind. Route 66 Museum haben wir auch noch erwähnt. Dann natürlich den blauen Wal. Der sollte eigentlich für einen Freizeitpark dienen. Dann ist der Freizeitpark Konkurs gegangen und dann hat man das irgendwann in den 70er Jahren wieder ausgegraben. Jetzt ist es eine Route 66 Attraktion. Wieder Roundbahn in Arcadia, Oklahoma. Wir fahren also jetzt 180 Kilometer ungefähr zwischen Tulsa und Oklahoma City. Und hier haben wir, wie gesagt, eine alte Scheune, die auch ein Teil von Route 66 ist. Das ist die neueste Attraktion. Pops ist ein typisch amerikanisches Diner. Damit haben wir eigentlich genug. Aber was wir hier haben, hier dreht sich alles um das alkoholfreie Getränk. Über 600 verschiedene Flaschen von Sodas, die es gibt. Und einige natürlich auch besonders schrill. Reisezeit April bis Oktober, das ist praktisch das, was ich empfehle. Die Sommer sind heiß und trocken. April ist noch ein bisschen kühl, aber der Mai und ganz speziell der Juni sind hervorragende Monate. Aber auch Ende September, Oktober kann man bei uns wunderbar Urlaub machen. Hier unten links haben wir die Webseite. Da kann man mal ein bisschen nachschauen. Da haben wir auch tolle Filme hinterlegt.
Wir haben ein paar von Kansas, ein paar von Oklahoma. Ihr seht, was wir für euch machen können. Wir haben, wie gesagt, auch an verschiedenen Veranstaltungen schon teilgenommen. Wir haben einen Trailer umgebaut wie ein Büro, den wir auf Messen präsentieren und auch auf Workshops. Unten rechts ganz schnell aufschreiben und meine E-Mail-Adresse. Dafür gibt es dann die Barbecue-Soße. Ja, Reisen nach Oklahoma und Kansas, beziehungsweise Kansas und Oklahoma wäre politisch korrekt. Kann man auch finden in dem Reiseführer von Ivanovskis, USA, Texas und Mittlerer Westen. Hier haben wir jede Menge Reisevorschläge und bieten über 50 Seiten Heartland of America. Christian, ich bin jetzt eigentlich soweit durch und freue mich auf viele, viele Fragen. Ja, genau, super. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank an alle, die noch mit dabei sind. Also es schienen wieder leider ein paar Tonprobleme oder auch mit dem Bild. Es war ein bisschen zeitverzögert. Also JoinMe hat uns jetzt die letzten beiden Male ein bisschen im Stich gelassen. Das tut mir sehr leid. Vielen Dank, dass ihr noch mit dabei seid. Und wenn ihr jetzt noch Fragen an den Klaus habt, dann wäre jetzt der Moment, um sie zu stellen. So, da kommt auch schon die erste. Die Camperanbieter bieten ja jedes Jahr zu Saisonbeginn die Überführung neuer Camper an. Ist die Region im April wettertechnisch schon interessant zu durchfahren auf dem Weg nach Los Angeles oder San Francisco? Und sind die Campgrounds dann offen, Klaus? Ich denke besonders an die Osterferien Mitte bis Ende April. Power also, wahrscheinlich noch nicht, oder? Das sind jetzt natürlich viele, viele Themen auf einmal. Ja, also die Gegend ist schon interessant zu dieser Jahreszeit. Es ist jetzt noch nicht so heiß, wie das im Sommer ist, aber es wird trocken sein Mitte, Ende April. Es ist alles in Blüte. Die Leute werden ihre Attraktionen alle da haben. Das heißt, ja, es ist eine interessante Region zu dieser Zeit. Und leider nein, es gibt noch keine Rodeos zu dieser Zeit. Die Campgrounds haben geöffnet. Es gibt wunderbare Campground-Führer, die wir auch hier im Büro haben, über die Region. Also man kann das schon machen bei den Überführungsfahrten, ja. Powerhouse gibt es auch noch nicht um die Jahreszeit? Nein, Powerhouse gibt es nicht. Das Schwierige an diesem Powerhouse ist halt, dass die eine gewisse Beständigkeit brauchen an Wetter. Und das haben wir dann erst ab Mai. Ja, okay, verstehe. Die Temperaturen so Mitte, Ende April, was meinst du, wo man landen kann von bis? Also wir liegen in den unteren 20ern, also zwischen 20 und 24 Grad ist eigentlich alles möglich. Die Abende werden dann kühl, aber nicht kalt. So, man kann auch noch hier und da mit einer Jacke auch draußen sitzen. Ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Ja. Gibt's noch weitere Fragen von euch? Ja, bitte? Du wolltest noch was sagen, Klaus? Nein, ich lese hier nur gerade, gibt es einen Fam-Trip. Auch das ist auf Anfrage möglich. Wir haben ja letztes Jahr, wie gesagt, zwei Delegationen gehabt. Wir haben aber auch Möglichkeiten, einen Fam-Trip in ganz kleiner Gruppe zu machen, beziehungsweise auch ganz alleine, ja, auf Anfrage. Ihr werdet nach dem Webinar von Klaus sowieso noch eine Mail erhalten, wie immer, wo auch seine Kontaktdaten drin seid. Das heißt, da könnt ihr euch dann sehr gerne an ihn wenden. So, die nächste Frage. Habt ihr Route Guides als Print oder PDF zur Erstellung von 7 bis 10 Tagestouren innerhalb Kansas, Oklahoma? Haben wir in beides. Ja, im Print haben wir praktisch bei uns auf der Webseite, kann man das nachlesen. Wir haben einmal den deutschen Reiseführer. Wir haben einen Reiseführer über die State Parks. Wir haben einen Reiseführer über die sogenannten Scenic Byways, also um die Seitenstraßen. Und wir haben natürlich auch Kartenmaterial für beide Bundesstraßen. Als PDF haben wir den Route 66 Guide. Und 7 bis 10 Tage, da kriegt man wahrscheinlich schon eine ganz schöne Route hin, oder? Absolut, absolut. Das ist fast zu kurz, weil wenn man sich erstmal so eingelesen hat und sich so ein bisschen die, sagen wir mal, Region vor Augen hält, dann wird man ganz schnell feststellen, oh, 10 Tage ist viel zu kurz. Ja. No. Genau, man möchte auch mal ein paar entspannte Tage haben, nicht nur durchheizen. Nee, das kann man aber auch gut machen, denn unsere Campgrounds sind erstmal noch zu bezahlen, sind an sehr tollen Stellen und laden natürlich auch mal zum Entspannen ein. Ja.
Und bei dem Barbecue, was ich da gesehen habe, würde ich sowieso gerne 2 Wochen bleiben, mindestens. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass in den Sommermonaten sehr viele Aktivitäten sind und eines davon ist dieses Barbecue. Nicht nur, dass die Championships sind, sondern auch die etwas kleineren, nicht so bekannten. Und da kann ich an alle nur einen Tipp geben, wenn Leute der englischen Sprache ein bisschen mächtig sind, unterhaltet euch mit den Menschen vor Ort und ihr werdet sehen, was für Türen geöffnet werden. Und ich habe da schon interessante Gegebenheiten sind mir widerfahren. Zu den Campgrounds nochmal. Kann man die oder sollte man die im Voraus buchen oder geht das auch vor Ort? Sind die nicht so überlaufen wie in anderen Teilen der USA? Also man braucht keinen Campground vorzubuchen. Man sollte nur nachhaken, ist der Campground geöffnet, aber man braucht nichts vorzubuchen. Wenn man eine Wohnmobilreise macht, heißt es ja Freiheit auf 4 Rädern. Und da sollte man vermeiden, einen Campground vorzubuchen. Natürlich gibt es in den USA Regionen, die sehr stark in den, sagen wir mal, Sommermonaten angefahren werden. Und da rät man schon, das ein oder andere vorzubuchen. Aber bei uns in der Mitte, wie auch in vielen Regionen, braucht man das eigentlich nicht. Wenn man alleine kommt, wenn man natürlich mit mehreren Wohnmobilen unterwegs ist, dann rate ich jedem vorzubuchen. Das hört sich sehr vernünftig an. Ja. Und wie gesagt, du kennst unsere Barbecue-Soße Ja. zu diesen riesigen Steaks. Das ist, wie gesagt, unser kleines Dankeschön, wenn wir durch Deutschland reisen und die Workshops mit euch machen, also mit uns als Visit USA. Also alle Mann, wenn wir kommen, bitte teilnehmen und dann gibt es Barbecue-Soße. Allein dafür lohnt es sich. Die schlummert bei mir im Kühlschrank und wartet auf das nächste Grillen. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, klasse, klasse. Wann lässt denn die Hauptsaison für Amerikaner etwas nach? Schon gegen Ende August, Anfang September? Naja, die Hauptreisezeit in den USA, was Familien betrifft, ist Ferienzeit und das ist meistens Juli, August. So als Faustformel würde ich sagen, immer so ab 5., 8. September rum beginnt die Zwischensaison. Ne? Das heißt, Juli, August, absolute Hauptsaison, wenn Amerikaner reisen und danach ebnet das dann ab. Ne? Das gilt aber für viele Teile der USA. Das ist jetzt nicht nur zwingend bei uns so. Aber ich weiß, dass viele, die auf die Ferien angewiesen sind, nicht anders reisen können. Aber ich würde immer versuchen, diese heißen Monate zu umgehen. Heißt nicht nur die Temperatur, das sind Preise und, und. Wie heiß wird es denn bei euch im Sommer so? Also an einem richtig, wenn es max, also richtig knackig warm wird, was kann man erreichen? Ihr kennt es doch kaum mal. Also wir haben weit über 30 Grad, allerdings ist das eine trockene Wärme, ne? Also nicht so schwül, sondern eine richtig schöne, knackige, trockene Wärme. Wer das mag, ist natürlich wunderbar. Aber wie gesagt, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, dann laufen die Klimaanlagen auf Hochtouren. Ne? Das heißt, diese Wohnmobile sind ja alle, die meisten sind ausgestattet mit Generatoren. Und dann kann man, wenn man jetzt nicht am Stromkreis angeschlossen ist, und steht, den Generator anschmeißen und dann hat man noch eine zusätzliche Klimaanlage. Na, während der Fahrt hat man ja nur die Klimaanlage wie beim Auto vorne am Armaturenbrett. Also 35 Grad trocken, das ist schon so eine Durchschnittstemperatur. Oh, interessante Frage. Wie sieht's mit Tornados in Kansas, Oklahoma aus? Gibt's da auch Probleme mit? Und wenn ja, ab wann? Also beziehungsweise Kansas, in Oklahoma ist es bekannt. Ja, es zieht aber, es ist ja vielleicht nicht ganz so bekannt in Kansas, aber es ist auch dort Tornado Season. Im August, muss man dazu sagen, ziehen da schon extreme Unwetter drüber. Das ist so der Monat, ja. Es gibt natürlich auch den sogenannten Tornado Watch. Das heißt, das sind Menschen, die fliegen rüber und gehen dann hinter den Tornados hinterher und fotografieren und filmen das. Gut, das ist, muss man nicht als dem Normalreisenden, sage ich mal, anbieten. Ja. August. August, genau. Das war die Saison für Tornados.
Aber mit Tornados wollen wir das nicht abschließen, diesen Vortrag. Ich kann jedem nur sagen, schaut mal bei uns auf der Webseite, auch wenn dieses Seminar jetzt nicht ganz so von der technischen Seite rübergekommen ist, schaut mal bei uns auf die Webseite, schaut euch mal ein paar Filme an, ihr werdet überrascht sein, wie bunt, wie grün, wie farblich Unterschied beide Bundesstaaten sind. Und wir sind ja nicht weit weg von den trockenen Wüsten, die interessant sind, aber ganz anders die Landschaft von Kansas, Oklahoma. Mir hat mal jemand gesagt, ein Reisender, der zurückkam, war ich jetzt wirklich in den USA oder war ich in der Toskana? Und damit möchte ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr so ausgehalten habt und zugehört habt und hoffe, dass wir irgendwann mal uns auf einem Seminar treffen. Vielen Dank, Klaus. Wirklich tolle Infos, sehr viel, was man zu dieser doch eher unbekannten Region der USA doch wissen sollte und wissen müsste und seinen Kunden auch empfehlen kann. Wir machen weiter mit den nächsten Webinaren. In 3 Wochen, da haben wir Alabama, also die Südstaaten, auch sehr, sehr interessante Region. Danach gefolgt von Intrepid Travel, den Florida Keys, Orlando und St. Pete Clearwater. Also es bleibt bunt gemischt, es bleibt interessant. Und dann hoffentlich wieder ohne technische Probleme. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, die Aufzeichnung wird ohne Probleme geklappt haben. Das heißt, da könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe angucken später. Und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Klaus. Danke euch allen.